Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knaufs Closing Bell. Ja, ich habe die letzten paar Wochen keine Closing Bell gemacht, aber so viel Nachfrage drauf bekommen, wann sie denn wieder kommt, dass ich den Gedanken natürlich gerne aufgenommen habe, für Sie halt eben dementsprechend zumindest montags und freitags dann doch mal wieder ein Stück aus der Börse zu machen. Ja gut, der Markt hält sich ja auch momentan ganz hervorragend, muss man sagen. Wir liegen immer noch kommod über der Marke von 10.500. Sind heute alleine schon bei 10.592 Punkten rausgegangen. Ein Plus von 0,9% oder 98 Punkte. Ja, wir haben immer noch Anlagenotstand. Es ist zu viel Geld im Markt und das sucht sich, das bahnt sich bekanntlich ja seinen Weg dahin, wo es sich am besten vermehren kann. Ja, und das ist auf der einen Seite sicherlich der Immobilienmarkt, auf der anderen Seite ganz klar das Thema Aktien und Börse. Also dementsprechend immer montags und freitags. Jetzt die Closing Bell. Klar, ich werde natürlich so ein bisschen auf die Woche vorausschauen, respektive dann am Freitag einen kleinen Rückblick machen und halt eben schon mal schauen, was wir in der nächsten Woche an wichtigen Terminen für Sie haben, auf die Sie ganz klar natürlich dann aufpassen müssen. Ja, was haben wir diese Woche denn? Ja, wir warten ja mehr oder weniger mal wieder auf Madame Yellen. Ja, das heißt, die Chefin der Federal Reserve, die ist am Wochenende gefragt. Da hat man ein großes Notenbankertreffen in Jackson Hole. Und da wollen natürlich die Börsianer, vor allem die Amerikaner wissen, ja, wie sieht es denn nun aus? Zinsen weiter rauf oder halt eben noch nicht? Und wenn weiter rauf, ab wann denn? Wir haben ja schon die ersten Indikationen gehört, dass es schon im September der Fall sein könnte. Aber die Märkte gehen sogar eher von Dezember aus. Also das ist nach wie vor ganz klar natürlich eines der Treffen, was natürlich für die Börsianer logischerweise wichtig ist. Dazu haben wir diese Woche dann noch einiges von Konjunkturseite aus. Quartalsberichte haben wir so gut wie keine mehr. Die sind soweit dann doch ausgelaufen. IPOs, Börsengänge stehen aktuell noch nicht an. Im September dann dementsprechend. Ja, da könnte eventuell die Tochtergesellschaft von E.ON, die sogenannte Uniper, an die Börse geschickt werden. Da halte ich allerdings noch ein extra Auge für Sie bereit, weil Sie wissen ja, ich mache ja sowieso für meine Kunden, für meine treuen Leser des sogenannten Klartext-Depot jeden Tag einen täglichen Bericht. Ich suche immer nach einer Aktie, die durchaus Potenzial hat. Also von daher auch gerne mal in mein Klartext-Depot oder halt eben ganz klar auch in meinen YouTube-Kanal oder ganz einfach auf knauf-tv.de gehen. Da bekommen Sie sämtliche Informationen und sogar noch ein bisschen mehr. Waschmaschinen gibt es da keine, umsonst gibt es da auch nichts, doch de facto meistens dann doch noch ein Video für Sie mit einer interessanten Aktie oder halt eben mal einer Branche. Naja gut, der letzte Sonderreport, haben wir mal 7 Technologieaktien reingepackt, die für Sie vielleicht gar nicht so uninteressant sind. Aber kommen wir zum deutschen Markt, wie gesagt, der DAX heute fester, 10.592 sind wir raus, stärkster Wert heute. Ja, es wurde so ein bisschen Stockpicking gemacht, das heißt, die Werte, die billig waren, sich verbilligt haben in den letzten Tagen und Wochen, wurden gekauft, wie zum Beispiel die Deutsche Bank geht rauf auf 12,39, 3,5%. Ja gut, das braucht die Bank auch, muss man sagen. Die Banken, ja, auch Commerzbank, sind ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder verprügelt worden. Commerzbank heute auch mit leichtem Aufschlag von 2,8%, aber immer noch unter 6 Euro, geht bei 5,90 Euro raus. Ja, dann hatten wir noch eine Empfehlung heute für Linde, Industriegase-Spezialist, Aktie bei 153,70. Da war es sogar die Deutsche Bank, die das Kursziel von 150 auf 180 gesetzt hat. Also da ist noch einiges an Luft drin und man hat seine Kaufempfehlungen hier ganz klar nochmal betont. Wieso das Ganze? Naja, Linde überlegt ja jetzt dann mit dem Rivalen Praxair zusammenzugehen und diese Synergien, die hat die Deutsche Bank jetzt schon mal analysiert und für gut befunden. Ansonsten hatten wir heute natürlich noch das große Thema Beilegung des Streits zwischen VW und den zwei Zulieferern. Naja, da hat man sich jetzt endlich mal wieder geeinigt, da kann wieder produziert werden bei Volkswagen. Naja, und wenn wir mal unten schauen, wir hatten nur einen einzigen Verlierer, marginal, Deutsche Telekom, 0,3% auf 15,12 Euro. Alles in allem muss man sagen, ein durchaus positiver Handelstag, denn eines dürfen wir nicht vergessen, meine Damen und Herren, wir haben ja immer noch Ferien, das heißt, die Umsätze sind auch nicht so wahnsinnig dick, die sind eher dünn, aber wir haben gesehen, wir sehen, wir finden Käufer dann doch, wenn wir ganz klar dementsprechend vielleicht dann noch ein paar positive Konjunkturdaten haben. Ja, das war es zuerst mal von der Closing Bell für Sie. Ich habe Ihnen alle Informationen geschickt, wie gesagt, montags, freitags bekommen Sie die Closing Bell von mir mit allem, was zur Börse, zum DAX, eventuell auch mal zu den Nebenwerten, MDAX, SDAX zu tun hat. Ansonsten, wie gesagt,
gesagt, finden Sie das Ganze über mein Klartextdepot oder halt eben über knauf-tv.de. In diesem Sinne bleiben Sie mir und natürlich der Börse gewogen.